Leute, wir sind zurück, willkommen bei Robin's World, Shadow of the Templars. Ja, wollen wir mal weiter. Ja, ist gerade ein bisschen laut. So, ach jetzt. Ja, sehr nah. Moment mal. Schon besser. Ja. Nein, ich will nicht Jack. Ich habe herausgefunden. Ja, ich habe die ältere Version, die ich gespielt habe. Das war eine neuere. Da konnte man wieder auch mit Nico spielen, aber. Ne, ist jetzt doch ja. Ja, ja. Hallo. Hallo. Zeig einfach noch kurz alles. Was sagt Ihnen dieses Taschentuch? Nichts. Ich habe nämlich auch schon länger nicht mehr gespielt, deshalb... Geben Sie mir mal die Hand. Das ist doch ein Trick, oder? Verdammt, Sie haben recht. Ich scheine niemanden reinlegen zu können. Sagt Ihnen dieses Streichholzbriefchen etwas? Nein. Was glauben Sie, wofür man dieses Werkzeug benutzt? Ist das was für Pferde? Falsch. Damit macht man Kanaldeckel auf. Oh, echt? Naja, man lernt täglich was dazu. Schauen Sie sich diesen Ausweis an. Ja, yeah, das ist Ihrer, stimmt's? Nicht ganz. Sagt Ihnen der Name etwas? Thomas Moulin? Nein, nie von ihm gehört. Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, glaube ich wenigstens nicht. Schauen Sie genau hin, er hat eine Narbe im Gesicht. Nein, den kenne ich ganz sicher nicht. Haben Sie das Handtuch schon mal gesehen? Gehört das nicht auf die Theke? Gut beobachtet, Fitzgerald. Ja. Können wir vielleicht... Hallo? Hallo? Ja. Bis später. Kann ich mich da wieder einschalten? Irgendwie schaffe ich es, das dicke, süße Gebräu runterzuschlucken. Ich fühle den seltsamen Drang, Nachschub zu ordern, obwohl mich mein Instinkt davor warnt. Ich will gerade nach der Pumpe greifen, als ich zum Glück wieder zu Verstand komme. So eine unüberlegte Aktion in einem fremden Land mit seltsamen Bräuchen könnte leicht meine letzte sein. Na dann. Entschuldigung. Ja, Sir? Ich kann mit dir reden. Kennen Sie Sean Fitzgerald sehr gut? Ich kenne ihn gut genug, um ihm nie mehr als 2 Pins zu verkaufen. Er wird echt kindisch, wenn er ein paar Bier intus hat. Überrascht mich nicht. Er muss Medikamente nehmen, für seine Nerven. Seine Nerven sind völlig in Ordnung. Er ist nur ganz einfach verrückt. Na dann. Kann ich bitte noch ein Bier haben? Natürlich, Sir. Dasselbe nochmal? Ja, bitte. Wie wird das Zeug gemacht? Das ist das Geheimnis der Braumeister, Sir. Jedes Fass wird voller Liebe in traditioneller Weise behandelt. Aufgehängt an sorgsam geknüpften Seilen aus feinstem Hanf. In den Keller hinabgelassen unter Mithilfe der Originalschwerkraft. Wie Mana vom Himmel. Na dann. Oh, danke. Danke. Moment mal. Ach. Gut. Hui. Ja, kann ich doch mal mit dir reden, ja? Ich weiß, ich bin mit dir, wenn man mit dir irgendwie reden muss. Hallo. Tut mir leid, Sie zu belästigen. Dann gehe ich mal wieder zum Jungen. Kann ich vielleicht mit dem wieder was Neues reden? Hey, wie geht's denn so hier, ne? Hey, McQuire. Was? 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 Bis später dann. Okay, Mister. Jetzt frage ich mich, kann ich? Geht das? Ich glaube, ich habe es schon mal versucht und da ging es wirklich nicht. Es ist ziemlich offensichtlich. Der Schlüssel des Arbeiters ist das richtige Werkzeug, um diese Falltür zu öffnen. Er ist für genau diesen Job gebaut. Unglücklicherweise hat die Falltür keine Löcher.
Ach was. Ich versuche, das Gitter mit den Schlüsseln aufzuhebeln, aber das will einfach nicht funktionieren. Außerdem versuche ich gerade, meinen Mund zu öffnen. Halt, Moment, was ist das denn? Ich zerre an der Plastikabdeckung, aber sie bewegt sich nicht. Menü, was haben wir denn da? Was gibt's denn heute Abend? Da, ja. So. So, da sind wir wieder, Leute. Ich frage mich gerade, ich bin mir nämlich noch sicher, dass ich irgendwie mich mal ansprechen musste. Und ich weiß schon, was dann eigentlich passieren sollte. Hallo. Tut mir leid, Sie zu belästigen. Dann eben mal den ansprechen. Ich habe nämlich gerade ein bisschen überblickt. Hey. Und hallo, Mister. Ach. Haben Sie jemals Sean Fitzgerald an der Grabungsstelle gesehen? Mal sehen. Ich glaube, mein Gehirnkasten braucht ein bisschen Schmierung. Ach, was. Darf ich Ihnen einen Drink spendieren? Aber immer doch. Geben Sie mir einen Drink für meinen Freund hier. Wer? Doyle? Hatte sie belabert, ihm einen auszugeben? Schäm dich, Patrick. Nochmal dasselbe? Diesmal nur ein Pint, Michael. Ein Pint braune Suppe, sofort. So. Erinnern Sie sich jetzt an Sean Fitzgerald? Ah, ich sehe die Szene vor mir, als wäre es erst letzte Woche gewesen. Wenn ich es mir genau überlege, dann war es auch erst letzte Woche. Oh ja, und ob Fitzgerald da war? Er und so ein Trupp Studenten. Er hat mit dem Oberboss palabert. Dann danke. Dann mal tschüss. Ja. Jetzt quatsch ich mal wieder mit dem hier. Hopp, 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 ja, hopp, hopp. Hallo. 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 Doyle sagte mir, dass Sie definitiv bei der Ausgrabung mitgearbeitet haben. Er hat Sie dort gesehen. Sie können es also ruhig zugeben. Ich habe aber auch ein Pech. Müssen mich doch ein Krimineller und ein Idiot finden. Ich muss mit Dr. Pegram reden, falls er noch am Leben ist. Meinen Sie damit? Ist er in Gefahr? Yeah, und Sie auch, wenn ich recht habe. Sie sind nicht vom Sozialamt? Großer Gott, nein. Wie kommen Sie denn darauf? Naja, ich habe Arbeitslosengeld bezogen, als ich für Pegram unterwegs war. Darüber habe ich nicht zu urteilen. Das müssen Sie schon mit Ihrem Gewissen selbst ausmachen. Ich will lediglich mit Pegram über den Edelstein reden. Er ist aber nicht hier. Ich weiß, aber er hat Ihnen ein Päckchen dagelassen, stimmt's? Oh. Was hat Pegram in der Burg gefunden? Den Eingang zu einer unterirdischen Kammer. War voll mit Erde und Schutt und wir haben sie für Pegram ausgegraben. Wir haben einen geheimen Raum entdeckt. Eine verborgene Kapelle. Hat Pegram den Edelstein im Altarraum gefunden? Weiß ich nicht. Wir mussten rausgehen und er hat uns nicht gesagt, warum. Eine halbe Stunde später ist er dann auch wieder hochgekommen. Der Mann war weiß wie ein Leinentuch. Er hat die Ausgrabung zugemacht und die Burg abgeschlossen. Hat uns alle weggeschickt. Das hört sich an, als ob Pegram etwas mehr als nur den Edelstein gefunden hätte. Also, wo ist Pegram hingegangen? Ich weiß es nicht, wirklich. Er ist zu mir gekommen, heute Morgen, ganz früh. Sagte, er würde weggehen. Okay, Heißt Marquet oder so. Also, er soll ein Päckchen geben. Ich hab gerade gedacht, irgendwie, das Spiel ist gerade irgendwie, abgebackt oder sowas. Zeigen Sie mir, was in dem Päckchen ist. Das kann ich nicht. Warum nicht? Das habe ich dem Professor versprochen. Na und? Sie hatten ja auch keine Skrupel, als Sie sich Ihre Unterstützung erschwindelt haben. Also was kann es schaden, mal einen kleinen Blick in Pegrams Paket zu werfen? Sie kennen diese Leute nicht. Das kann ich nicht. Ich trau mich nicht. Das ist Ihre letzte Chance, mir das Päckchen zu zeigen, Fitzgerald. Bis jetzt hatte ich viel Geduld mit Ihnen. Aber jetzt ist es Zeit, dass wir mal Tacheles reden. Aber er wird mich umbringen. Wer? Der Mann aus Paris, Jacques Marquet.
Pegram hat mir gesagt, wenn ich ihm das Paket geben würde, ungeöffnet, wäre alles in Butter. Wenn ich Marquet übers Ohr hauen wollte, wäre ich tot. Okay. Ich werde mich um diesen Jacques Marquet kümmern. Und jetzt? Geben Sie mir das Paket. Nein, warum sollte ich Ihnen vertrauen? Ich weiß schon gar nicht mehr, wem ich trauen soll. Ich wünschte mir, ich hätte nie etwas von dem Loch Marn Edelstein gehört. Da rennt er weg. Ja, das wusste ich schon. Ich wusste schon genau, was jetzt kommt. So, jetzt kommt der Junge reingestürmt. Ja. Hey, ich hab grad einen großen roten... Raus hier, Maguire! Komm wieder, wenn du alt genug bist. Was brabbelt der Junge da? Ein großer roter Sportwagen. Sean Fitzgerald ist überfahren worden. Raus hier! Ja, die Mann, mach die kleine Ratte einen Krach. Vielleicht solltest du einen medizinischen Brandy rausbringen, Michael. Ach ja, und wer bezahlt dafür? Ich nicht. Ich auch nicht. Ja, und natürlich glauben sie natürlich nicht. Es ist ja sowas so logisch. Nur wir können natürlich rausgehen. Hey, wie geht's denn so? Ich hab die Wahrheit über Fitzy erzählt, Mister. Okay, immer mit der Ruhe. Erzähl mir doch mal, was los war. Ich stand hier und hab nicht weiter viel gemacht. Und da sehe ich diesen ultrascharfen roten Sportwagen, wie er über den Hügel kommt. Boy, guck dir das an, sag ich. Ich geh rüber und will ein bisschen hergucken. In dem Moment kommt Fitzy aus dem Pub geschlossen und reißt mich fast um. Egal, er rennt jedenfalls raus auf die Straße. Das Auto kommt direkt auf ihn zu. Fast zu schnell für den Arm halten, Fitzy. Ich bin tierisch reingedonnert. Er fliegt durch die Luft. Der Typ ist platt. Im nächsten Augenblick hüpft der Fahrer aus dem Auto und ich wollte meinen Augen nicht glauben. Ja. Er war wie ein verdammter Leprechaun-Kobold angezogen. Die Stimme war gerade ein bisschen zu leise. Ist Fitzgerald etwas runtergefallen, als ihn das Auto erwischte? Ich hab nichts gesehen. Das ist alles viel zu schnell gegangen. Hatte dieser Kobold eine Narbe im Gesicht? Keine Ahnung. Der Typ hat so eine blöde Maske getragen. Sind Sie ein Spezialagent? Da muss ich dich leider enttäuschen. Nein. Okay, dann machen wir uns mal... Achso. Bis später dann. Okay, Mister. Hieran zu schaffen... Ich drücke den Schalter nach unten, was damit endet, dass er abbricht und ich ihn in der Hand halte. Ach, was. Wohl doch nicht. Ja. Jetzt frage ich mich, was das hier ist. Irgendwas wird uns da wohl bringen. Halt, Moment. Kann man schon so denken, was es ist? Zack. So. Entschuldigung. Ja, Sir? Geht das jetzt vielleicht? Hey, wie wär's mit noch einem Drink? Dasselbe nochmal? Servieren Sie Cocktails? Ich serviere alles, wenn das Geld stimmt. Nee, wirklich im Ernst. Haben Sie schon mal daran gedacht, McDivitt's in eine Cocktailbar umzuwandeln? Cocktails sind schick, cool und sehr populär bei jüngeren Kunden. Was? Kids in der Bar? Können Sie sich das vorstellen? Pinball, Pickel und Popel. Okay, schon verstanden. Ich nehme ein Glas Stout. So, na dann, Tut mir leid, aber die Pumpe scheint kaputt zu sein. Ich könnte sie für Sie reparieren. Glaube ich nicht. Das ist ein Fall für einen erfahrenen Elektriker. Naja, wenigstens funktioniert die Spülmaschine. Heute ist einfach nicht mein Tag, Nee, glaube ich auch nicht.
Ganz zufälligerweise bin ich Elektriker. Hier meine Karte. Na, ist das nicht fantastisch?